Hi Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge First Dwarf. Ja, in dieser Folge kümmern wir uns jetzt um den Hafen und ja, jetzt müssen wir erstmal hier einen Steuerrad suchen und dafür müssen wir einmal hier rüber wechseln zu unserer kleinen Freundin, zu unserer Drachenfreundin. So, mit ihr flattern wir dann jetzt einmal hier durch die Region. Wir fliegen erstmal ganz kurz hier rüber auf diese kleine Insel. Und ich will nachher auch nochmal dort hochfliegen. Dort oben könnte es nämlich auch noch was Interessantes dann geben. So, schauen wir mal hier, ob es hier was gibt. Und kann ich die Bäume hier niederbrennen? Ne, das geht nicht. Okay. Einmal hier nach oben. Los, ich will etwas schneller fliegen. Ah, noch schneller geht leider nicht. Aber irgendwie ist sie so süß. Ich weiß nicht warum. Aber meine kleine Drachenfreundin hier. Irgendwie liebe ich sie. Weiß nicht. Ich habe mich wirklich in sie verliebt. Und was haben wir denn hier? Jawohl. Öffne die Truhe. Da ist eine Flosse drin, okay. Ja, nach einer Flosse suchen wir jetzt gerade eigentlich nicht, sondern wir suchen gerade nach einem Steuerdraht. Steuerrad, jawoll! Hier ist Got es. it. Now back to the grumpy dwarf. Sehr gut. So, jetzt sollen wir zurück zum Mac. Davor will ich aber mal noch da drüben was nachschauen. Ja, dort hinten geht es auf jeden Fall vom Spielgebiet her dann auch in Zukunft noch weiter. So viel ist auf jeden Fall sicher. Ob ich hier oben wohl irgendwas aktivieren kann? Weil hier leuchtet das Ganze ja. Ich will mal hier gucken. Okay. Ich spawne hier automatisch dann bei unserem Mac wieder, wenn ich dort hoch will. Alles klar. Dann kann ich noch nicht dort hoch. Gut. Dann schaffen wir jetzt das Zeug mit dem Steuerrad und so hoch zum Hafen. Wir sprinten einmal schön los hier. Und ich muss sagen, ich mag den Soundtrack, der hier im Hintergrund läuft. Der gefällt mir richtig gut. Hier einmal die Steine noch mitnehmen. Und hier drüben ist auf jeden Fall auch wieder so ein Monsternest, wo in Zukunft wieder welche rauskommen werden. Das kann ich ja jetzt da drüben noch nicht zerstören. Leider. So, jetzt hier erstmal das Ganze anbringen. Let me get the navigational stone. It fits. Did it do anything? Nothing. Just as I expected. Wait a minute. The Eskoim also used mana. Let's connect a pipe and see what happens. Sehr gut. Jetzt das ganze Mana dort anschließen. Davor nehme ich nochmal die zwei Bäume hier mit. So. Und jetzt Mana-Verbindung hier. Ja, und ich würde eigentlich ganz gerne hier auch noch einen Turm mit hinstellen, aber hier geht das nicht. Doch hier drüben. Ja, den will ich einfach mal sicherheitshalber ganz gerne noch mit hier haben. Damit der Bereich dann einfach noch ein bisschen mehr Schutz hat. Sagen wir hier ran. Ah, Moment. Okay, jetzt sehe ich auch gerade schon, warum ich hier noch nichts anschließen kann. Ja. Ich habe hier was komplett vergessen. Und zwar den Mana-Brunnen. Und den habe ich irgendwie gar nicht mehr gedacht. In der letzten Folge waren wir ja da schon mal hier.
Und da habe ich auch noch nicht daran gedacht. Let the mana flow. There's light. What do you know? It worked. Well, and our first colony is ready. We can send a raven and wait for the colonists. Ich hatte ja in der letzten Folge mal angesprochen, dass ich ganz gerne von hier oben aus das versuchen wollen würde, dass wir eine Mana-Leitung von hier aus bis dort runterziehen. Aber ich glaube, das könnte schwierig werden. Weil ich weiß nicht, ob du so eine Leitung, eine Treppe nach unten ziehen kannst. Ich muss mal kurz gucken. Nee, geht nicht. Aber dann könnte man ja hier oben eigentlich nochmal ein paar Häuser und sowas hinhauen. Oder auch direkt hier, so an die Seite. Ja, geht leider auch hier nicht so. Ich müsste, wenn dann hier vielleicht noch ein bisschen was dort oben abbauen, dann könnte man das hier wenigstens machen. Aber nun gut, wir senden jetzt erstmal einen Raben zu den Zwergen. Das steht dann jetzt erstmal an als nächstes. Aber halt, davor will ich nochmal hier rüber. Hallöchen, mein kleiner Freund. Moment. Ich muss einmal aussteigen. Die kann ich streicheln. Och, der ist aber süß. Ob man wohl so ein Tier auch als, ja, Beschützer haben kann, so für die Basis. Sehr interessant zu wissen. Und auf jeden Fall, ich hätte ihn sehr gerne als Haustier, den kleinen Fratz. Och, meine Güte. Guckt ihn euch doch mal an, wie niedlich der ist. Wie niedlich der kleine Fratz ist und vor allem mit seinen niedlichen Geräuschen noch. Ach komm, ich muss ihn nochmal streicheln. Ja, das gefällt dir. Das gefällt dir, nicht wahr? Ja, das tut dir gut. Och, der ist echt so cute, ey. Ach, wie niedlich. So. Jetzt fällen wir erstmal hier die Bäume. Da oben dann gleich auch nochmal welche. So. Hier erstmal ein kleines bisschen Platz schaffen. Sehr gut. Jetzt nochmal hier hochgehen und hier die Bäume nochmal wegmachen. Der Platz sollte jetzt eigentlich reichen. Ja, und jetzt möchte ich hier ein Haus hinsetzen. Hier eins. Und hier will ich eigentlich direkt nochmal ganz gar eins daneben. So. Sehr gut. Brunnen hier so dazwischen setzen, denke ich. Aber erstmal brauchen wir wieder so eine Mana-Leitung. Die erstmal hier so anbringen. Brunnen hier so davor, ja. Hier so das verbinden und jetzt einmal hier nach unten mit der ganzen Leitung. Ah, Moment. Ich muss hier noch mal kurz was abändern. Fließt sonst nicht so ganz hier lang. So, komm mit. Liebes Mana, du musst einmal schön hier nach oben. Wunderbar. Und, jawohl. Ja, wenn wir schon mal dabei sind,
will ich eigentlich ganz gerne hier direkt nochmal einen Turm mit hinsetzen. Was nehmen wir denn da dieses Mal für einen? Ich denke, so ein Ballonturm wieder. Ja, da kommt hier vorne so ran. Jetzt die Mana-Leitung hier so am Brunnen anbinden. Ja, sehr gut. Super gebaut, das Ganze hier, wie ich finde. Und jetzt den Raben losschicken. Einmal hier runter. Ui. Und ich stelle mir gerade die Frage, ob Gegner auch hier runterspringen würden. Oder ob die das eher nicht machen würden. So, Rabe, losschicken. Lebe wohl, mein Kleiner. Have a good trip. I can't believe it. I hope he succeeds. He will succeed. I believe in it. The first colony is finished. But this is just the beginning. Treffen Sie die ankommenden Zwerge. Sehr gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Und hiermit ist dann auf jeden Fall jetzt die erste Kolonie abgeschlossen, so vom Bau her. Jawohl! Da sind die Zwerge. Tagchen! Schön, dass ihr da seid. The well can stand here until doomsday, but if you don't build a pipe connecting it to the base, it won't do us any good. Oh, I know, just a moment and it will be ready. So, eine Werkstatt soll ich denn jetzt noch bauen? Die bauen wir dort unten, denke ich, mit hin. Aber zuvor muss ich noch mal ganz kurz hier hoch. Will ich jetzt noch mal ganz kurz was nachschauen. Ja, und hier würde ich eigentlich ganz gerne direkt noch mal einen Turm mehr lieber hinsetzen. Ja, wo könnte ich denn hier noch einen hintun? Eigentlich soll hier daneben noch so einer. Leider geht das nicht. Hinten leider auch nicht. Ja, hier wird es vielleicht gehen, wenn ich die Bäume nochmal wegmache. Dann eher hier irgendwo hin. Na los. Gut, dann setze ich das einfach hier drüben so an die Seite noch mit. Die Leitung hier anbringen. Sehr gut. Und einmal kurz was im Baumenü nach. Wasserbrunnen, nein. Werkstatt wollte ich jetzt gerade mal gucken. Ja, gut. Lass mir ja vor. Zu unserem Haupthaus. Boah, Alter. Der Sprung sah aber gerade richtig cool aus. So, jetzt einmal hier vorne die Werkstatt ranbauen. Los. Jawohl, sie steht. Finally. A dwarf without a workshop is like a drunk without a cup. That's a nasty way of putting it. But you've got a point. So, sehr gut. Und jetzt die SQIM-Technologie hier herstellen. So, her damit. Jawohl.
Einmal aufheben das Ganze. Simple and brilliant. Why did none of us ever come up with this? Look, I can jump so high I could catch birds in flight. But how on earth could we find something like this in Escoim ruins? I have no idea. Maybe the construction of the armor is based on Escoim ideas. Or maybe something really strange is going on here. So, sehr gut. Toll, dass wir jetzt höher springen können. Okay Leute, wir machen dann jetzt an dieser Stelle hier erstmal Schluss. In der nächsten Folge erkunden wir dann mal die Gegend mit unseren neuen Sprungfertigkeiten und mal sehen, was wir da dann alles jetzt nochmal so an neuen Locations so entdecken können. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne einen Kommentar und ja, tschüssi!